So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vorgestellt aus dem Hause Modellbau König. Und vor dem Leopard in 1:35 ist jetzt nach dem Leopard in 1:72. So, Westbit Models hat hier nachgezogen, 1:72 der Maßstab, eben schon erwähnt, Leopard 2A7. Unter der Nummer 7200014 haben wir hier diesen schönen modernen Vertreter. Und wer Westbit Models kennt, der kann jetzt schon mal Großes erwarten. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wir haben insgesamt enthalten 5 Spritzlinge plus separate Bauteile wie Ober- und Unterwanne, das Türmchen, Ätzteile, ein gedrehtes Alurohr, dann meine heißgeliebten Fahrradbremsseile als Abschleppseile, 19 Baustufen gibt der Hersteller an, 2 Deckelvarianten leider ohne Zeitort und Datum bzw. Einheitsangabe und das Ganze zu einem sehr moderaten Preis für die Qualität von 21,50. So, da habe ich ja schon ein bisschen was vorweggegriffen. Dazu erzähle ich gleich in der Anleitung noch was. Da kriegen wir hier jetzt ein bisschen Werbung erstmal mitgeliefert, was hier drin liegt, was ein bisschen Appetit auf die nächsten Schmankerl bzw. auf die schon erschienenen Schmankerl von Westbit machen soll. N72 für mich einer der Hersteller. Und ja, wenn ich das so sehe und entwickle, also tippitoppi, da ist... Na gut, kommen wir erstmal zu der Anleitung. Wie immer hier das schön gemachte Deckelbild, dann die Piktogramme in Englisch und in chinesischer Sprache, ein bisschen was zu einem allgemeinen Hinweis, wie bringe ich die Ätzteile richtig an, die Dekels, falls das nicht klar sein sollte, die Dekels löst ihr bitte im lauwarmen Wasser an, am besten auf einer Untertasse, dann zieht ihr die vorsichtig auf das anzubringende Objekt, vorzugsweise mit einer flachen Pinzette, was man auch gut für Briefmarken nehmen kann. So, und dann tupft ihr das vorsichtig ab oder nehmt einen Q-Tip. Gegebenenfalls würde ich euch auch noch empfehlen, chemische Mittel, gerade wenn der Untergrund ein bisschen uneben ist oder so, zu nehmen. Da gibt es jede Menge von jeden Mengen Hersteller. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Bausatz. Hier haben wir die Teilübersicht, dann sind die Farben von A bis F angegeben. Mr. Hobby haben wir hier, da sind die Haarfarben, wobei eine fehlt und zwar Dark Green. Na, das glaube ich eigentlich nicht, die haben so gut wie alles. Dann die C-Farben, da ist nämlich alles komplett. Humbrol-Farben, das sind die kleinen Döschen zum Pinseln und Tamiya, die sind hier auch angegeben, in Bunt und in Farbe gehalten, beziehungsweise besondere Vorkommnisse, wie zum Beispiel, dass das hier abgeschnitten werden soll, haben wir hier einmal in Rot gekennzeichnet und mit einem Messersymbol. Also da müsst ihr selber Hand anlegen, genau wie hier beim Bohren. Und hier, da muss das ran, ist das dann gekennzeichnet. Sollte soweit gar kein Problem sein. 2 kleine Nachteile hat das hier. Der 2A7 ist so gar nicht mehr in der Truppe. Der wurde ja schon, der 2A7, umgerüstet in den 2A7V. Und da sei erzählt, dass das V eigentlich eine kleine Hommage ist an den ersten Panzer, den ja deutsche Streitkräfte eingeführt haben, nämlich den A7V. So, und ich glaube nicht, dass das das Amt 7 für Verkehrswesen ist. Dafür steht das A7V nämlich, sondern das sollte wirklich nur die kleine Hommage sein. Kleiner Ausflug zurück an die Geschichte. Ich habe gesagt, dass man bei Westbit wirklich Großes erwarten kann und dass der Maßstab 1:72, der doch ja relativ stiefmütterlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, behandelt worden ist. Aber durch Border, durch gerade Westbit hier, haben wir im Moment eine ganze Menge Hersteller, die wirklich mit heißem Scheiß um die Ecke kommen. Und das meine ich nicht nur, weil ich das Wort gerne verwende, sondern weil das auch tatsächlich der Fall ist. Wir finden hier eine unheimliche hohe Schlagzahl an Qualität, an Innovation, die sonst nur in größeren Maßstäben vertreten sind. Und genau das finde ich nämlich auch gut, weil man kann natürlich auch im kleineren Maßstab die gleichen Qualitätsstandards setzen, was ja möglich ist. Man sieht es hier wieder in den größeren. So, kleines Manko. Wir haben hier nur Paint Option 1 und Paint Option 2. Man könnte jetzt anhand der Registrierungsnummer, also ich könnte das nicht, bestimmt herausfinden, wo das 1 ist, beziehungsweise hier auch unter dem Divisionsabzeichen, unter dem taktischen Zeichen. Das ist so ein bisschen ärgerlich, weil gerade Leute, die da nicht so versiert sind wie ich mit modernen Fahrzeugen, haben da so ein bisschen das Nachsehen und finde ich immer nett vom Hersteller, wenn er sich dann die Mühe gemacht hat und das dementsprechend dann auch angegeben hat. So, prall gefüllt, ich habe es für euch schon mal ausgepackt, kann man schön sehen hier, ist natürlich dann noch alles sehr schön eingepackt, wollen wir uns mal im Einzelnen angucken. Diverse Varianten vom Leopard sind ja schon rausgekommen, warum machen das Hersteller und bringen nicht ein komplett neues Fahrzeug, dazu kann ich auch
auch gerne was sagen. Die Grundform, die sind dann ja schon vorhanden. Und gerade Form bei diesen hochwertigen Modellen kosten wirklich unheimlich viel Geld. Wir reden da wirklich von mehreren 10.000 Euro. Das kann sein, dass eine Form gerade in 35, da kenne ich mich ein bisschen mehr aus, schon mal 100.000, 150.000 Euro kostet. Das ist natürlich jede Menge Geld. Dafür muss man auch erstmal die dementsprechenden Bausätze verkaufen. Man muss dafür aber auch erstmal noch die verpacken, das Spritzen. Das ist ja noch nicht passiert. Die ganzen Dekels, die Vorarbeit, die CAD-Arbeit. Also da hängt unheimlich viel Arbeit mit dran und deswegen ist ein Hersteller, ein jeder natürlich bemüht, so viel Möglichkeiten, die dieser Bausatz mit sich bringt, dann auch dementsprechend auch auszuführen. So, daher werden ja die Möglichkeiten auch dementsprechend genutzt. So, was haben wir jetzt hier schon mal gesehen? Hier haben wir schon mal richtig scharfkantige Details haben wir hier gesehen. Wir haben hier sehr klug gesetzte Angüsse gemacht. Sinkstellen habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und die Detaillierung hier, das ist wirklich sehr, sehr gut, hochwertig. Also das ist eine Sache, die mir richtig, richtig gut gefällt. Hier kann man das sehen. Also da ist alles mit dabei. Was mir nur fehlt, und das bewundere ich immer wieder in den kleineren Maßstäben, die Fingerfertigkeit, die gerade auch bei der Bemalung notwendig ist. Da würde ich, glaube ich, lieber den Platz schaffen, anstatt da so klein rumzufummeln. Und absolut mein Respekt dafür, wenn das angemalt und auch dementsprechend gealtert ist. So, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir hier ein Alurohr mit enthalten haben. Bräuchte man gar nicht. Wir haben wirklich ein hervorragend gemachtes Kunststoffrohr, wo schon alles mit bei ist. Alles drum und dran. Da sind nur zwei, drei Angüsse, die dann relativ easy peasy entfernt werden können. Und wir haben das Ganze sogar im Slide-Mold-Verfahren, genau wie das MG3, hergestellt. Ich hoffe, man kann das sehen. Bei den relativ dünnen Spritzlingen ist das natürlich ein bisschen schwierig mit der Fokussierung. So, da gucken wir uns erstmal das Maschinengewehr an, die Nebelwurfanlagen, bevor wir dann hier zum gedrehten Rohr kommen. Da oben ist es. So, und wenn man sich das anguckt, also das ist schon, wer hätte überhaupt mal gedacht, dass sowas überhaupt im Maßstabsmodellbau möglich ist, so eine, ja, Detaillierung, diese ganzen Sachen, das ist schon echt der Wahnsinn. So, und ich denke mal, wenn man sich das anguckt, die ganzen Sachen hier, dann geht das auch mit dem Preis in Ordnung. Wenn ich mir dann auch bei einem anderen Hersteller angucke, der dann für weniger gute Qualität dann noch mal ein bisschen mehr Geld nimmt. So, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, was es dann am Ende gibt, dann auch dementsprechend sehr, sehr gut. Ja, was haben wir hier noch? Slide-Mold gegossene Teile. Das heißt, wir haben da eine flexible Form, die das halt möglich macht, dass wir nicht nur die Detaillierung von oben haben und gegebenenfalls von unten, sondern auch halt von den Seiten. Relativ alte Technik schon, die gibt es schon wirklich ganz, ganz, ganz lange im Spritzgussverfahren, gerade im Maßstabsmodellbau, doch noch, ja, relativ neu. So, dann haben wir hier die Ober- und die Unterwanne, so, und ohne, dass ich was versäubert habe, ihr habt es gesehen, ich zeige es auch gleich nochmal in Detailkamera, das passt, das Oberteil vom Türmchen, dann haben wir schon fast das Panzerchen zusammen und auch hier wieder Passgenauigkeit, die Teile, Detaillierung, genauso wie das sein soll. So sieht das Ganze dann zusammengebaut aus. Fehlt natürlich noch alles und damit ihr seht, dass ich nicht irgendwie geschummelt habe. So, das passt perfekt, also genauso wie es sein soll. So, fangen wir mal bei der Unterwanne an. Da ist natürlich, da kriege ich das hier nicht von links hin, müsste nicht dauernd immer meine Fußfinger sehen. Ja, hält. Genau, da gucken wir uns natürlich hier mal die Schweißnähte an, die einzelnen Panzerplatten, die ja hinzugefügt worden sind, damit diese Variante dann auch die dementsprechende Variante denn darstellt. So, und ich kann mich da gar nicht oft genug wiederholen, aufgrund der wirklich guten Qualität hervorragend gemacht das Ganze. So, und auch hier das oder die Oberwanne und die Details, das ist ein echter und wahrer Augenschmaus.
Finde ich gut, dass die Detaillierung so dahin geht. Schlecht wiederum ist das für den Gelegenheitsmodellbauer, der dann sagt, ach, 21,50 ist für meinen Panzer eben nebenbei schon eine ganze Menge Geld, das stimmt. Es geht immer mehr in die Richtung hin, dass sich die, dass sich die Firmen sagen, so, wir produzieren immer hochwertigere Modelle, ähnlich wie beim Eisenbahnmodellbau. Da kostet dann die Lok auch mal eben 400, 500, 600 Euro und nach oben hin kein Ende. Das ist natürlich dann der Nachteil, wenn die Qualität immer besser ist, lässt man sich das dementsprechend auch bezahlen, weil einfach dann das auch mehr gekostet hat. So, zweimal der Spritzling A, der dann die Segment Ketten enthält. Und auch das für 72 eine richtig gute Erfindung, wie ich finde. Man hat die hohe Detaillierung von Einzelgliederketten, aber nicht das Vinyl-Geschehen, wobei das modernen Fahrzeugen ja immer so eine Sache ist. Aber auch nicht das kleine Gefummel, wenn man nur und ausnahmslos die Einzelgliederkette hätte. So, von der Detaillierung her, seht ihr, was ich meine? Ich drehe es gleich einmal um. Jetzt wollen wir uns aber erstmal hier die Laufrollen angucken. Und dankenswerterweise nur zwei Angüsse pro Ketten, Laufrolle. So, und das ist auch eine Sache. 1:35er Hersteller dieser Welt, guckt euch das an. Das ist das, was wir sehen wollen. Genauso soll das sein, nur zwei Angüsse. Erfreulicherweise nicht vier. Air Dragon zum Beispiel. Oder auch andere Firmen. Border macht zum Glück nur drei. Aber das ist immer eine Sache, weil gerade Laufrollen, da ist man ja immer ewig dabei, die auszuknipsen, zu versäubern, zu verkleben, anzumalen. Laufwerksteile sind natürlich immer sehr, sehr aufwendig, weil auch viel vorhanden. So, und auch hier für die Abschleppseile haben wir hohlgespritzt die Halterung, die Kauschen dafür. Und jetzt kommt das Türmchen. Auch das, wie ich finde, ein Meilenstein an Formbau. So, gucken wir uns mal alles schön an. Also das ist richtig, richtig schnieke. So, von vorne, da werden dann natürlich noch die ganzen Bauteile dahinter geklebt oder beziehungsweise davor oder darunter. Dann habe ich hier so ein ganz kleines Tütchen für euch mit lauter tollen Sachen da drin. Die wollen wir mal rausholen. Wenn sie denn rauszuholen sind. Aber kurzen Prozess. Dafür habe ich ja extra hier meine Schere hingelegt, damit ich mich da nicht rumärgern muss. So, und das ist auch meiner Meinung nach der Nachteil, den Vespid hat. Und zwar eigentlich der einzige. Ihr seht, dass diese super unflexiblen Drähte, ich nenne sie immer Fahrradseile, hat sich seit Tagen von der Firma Dragon eingebürgert. Bei ganz vielen Herstellern, das ist eine absolute Katastrophe. Da ärgert ihr euch grün und schwarz, die sind sowas von unflexibel, kann man total vergessen, in der Tonne treten. Das Einzige, wie ihr da tatsächlich her werdet, ist, dass ihr die ausglüht, dass diese enorme Spannung rausgeht, weil ja, so viele Sekundenkleber können die gar nicht auf das Modell aufbringen, wie das Ding da doch tatsächlich störrisch ist. So, zwei ganze Edsel-Platinen sind enthalten, die sich erfahrungsgemäß ganz viel mit der hinteren Motorbelüftung auseinandersetzen. Und wie fein das Ganze ist, das kann man hier sehen. Und auch hier kein Bausatz für Leute, die gerade mit Modellbau angefangen haben oder eine Aversion gegen Ätzteile hegen. Ihr kommt dann nämlich, wie ihr sehen werdet, nicht ganz drumherum. Und auch mit Sekundenkleber muss man da natürlich aufpassen, weil wenn ihr auf so ein kleines Ätzteil jetzt hier dementsprechend viel Kleber drauf gemacht habt, dann sieht man das natürlich. Aber auch da, nicht verzagen, einmal Schiller fragen, nehmt ihr euch nämlich ein Feuerzeug und kokelt das ab. Am besten haltet ihr das auch mit einer Krokodilsklemme fest, damit ihr euch die Finger nicht verbrennt. So, hier ist das gedrehte Kanonenröhrchen. Da müsstet ihr natürlich noch einige Sachen, wie hier das Ausblasungsgerät und da vorne die Anbauteile noch anfügen. Also wer es ein bisschen komplizierter will, der nimmt das gedrehte Alurohr oder wer es einfach will, das wirklich schön gemachte Kunststoffrohr. So, dann hier der kleine, aber feine Dickelbogen. Wie immer von Vespid hervorragend gemacht.
Absolut dünner Trägerfilm, sehr schöne satte Farben, die da genommen worden sind. Einziges kleine Manko halt, dass es nicht beisteht, welche Einheit wie wann und wo. So, dann sind wir auch schon fertig. Zack, fertig ist der Leopard 2,7 Burger. Dann komme ich mal zu den Schlussworten. Also für 21,50 € kann der geneigte Modellbauer hier eigentlich wirklich nichts verkehrt machen. Ja, das kleine Manko mit den Abschleppseilen habe ich erzählt, aber das kann man auch verlassen. Wenn ihr ein bisschen Kupferseil habt oder das selber drehen wollt, dann ist das absolut gar kein Problem. Oder ihr habt Kunststoff, Seile tatsächlich nicht zur Hand, dann geht das auch. Dass die Einheiten nicht beschriftet worden sind, kann man auch verschmerzen. Ansonsten ist das wirklich ein 1A-Bausatz, den man so empfehlen kann. Und Westbit unter meinen auf jeden Fall Top 3 der 1 zu 72 Bauer. So, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich wie immer über ein Abo freuen. Ring the Bell, wie es so schön im Englischen heißt. Da freuen wir uns riesig drüber, wenn wir mit euch wachsen. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr die Vorstellung gefunden habt, was ihr zu dem Bausatz sagt. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen, seid gesund und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut.